Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, heute mal in einer hoffentlich etwas längeren Folge. Was in dieser Folge, egal wie lang sie wird, aber auf jeden Fall passieren wird. Wir werden Level Up kriegen, juhu! So, dazu müssen wir erstmal aufs Reittier. Ja, und werden uns diesbezüglich dann nochmal hochbegeben, denn ich habe die Quest nicht angenommen. Juhu! Okay, machen wir das mal. Die Elika ist auch wieder mit dabei. Ihr habt es ja gesehen. Schön, dass du da bist. Mit in Discord wollte nicht. Da war die Aufnahme zu früh. Ist bestimmt noch verschlafen. So, nun gut. Ich bin es ja auch. Insofern wäre das ja nicht so schlimm. Aber das ist ja egal. So, auf jeden Fall. Wir sind jetzt am Start. Werden erstmal die Daily machen, wie immer. Und dann werden wir uns darum kümmern, wahrscheinlich neues Erzeugs anzunehmen. Und hast du nicht gesehen? Momentan ist jemand unterwegs. Dann gehen wir eben hinten rum. So, und holen uns hier jemanden. Elika kommt. Elika kommt. Wunderbar. So. So, und Abmarsch. Lelelelelel. Ne, plum plum. Einmal eine Probe. Waren sie eher? Kein Problem. Wir warten. Das ist kein Problem. Die waren ja, glaube ich, auch sowieso ein bisschen eher. Insofern startet es nicht. Durften ja eh fast fertig sein. Insofern, alles gut. Simja wurde eben zum Fallensteller befördert. Herzlichen Glückwunsch zu Simja. Wir müssen ein bisschen warten. Naja, das zieht die Folge ein bisschen. Dann brauche ich nicht so viel anderes Zeug machen. Dann kann ich endlich nur die Daily machen. So wie ich es immer wollte. Nein, natürlich nicht. Wir wollen so viel wie möglich vom Spiel mitnehmen. Auch auf Kosten der Zeit. Ihr wisst das ja, ne? Ich mache auch Sachen, die durchaus ein bisschen länger dauern. Beziehungsweise Sachen, die nicht viel bringen. Zumindest, wenn ich sie nicht einmal machen muss, sondern, wenn ich es nicht als WDH habe, ist das überhaupt kein Problem für mich, da mal ein bisschen Zeit reinzustecken und zu sagen, jo, okay, tun wir so, weil wir es so tun. So, Lebensregenerationstrank klaue ich mir mal. Nee, kann ich nicht. Den nehmen wir an, dass wir, dass Elika noch Dingens kriegt. Oder steht die Gruppe auf Abwechseln? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ist egal. Oder der lag noch von vorhin. Das kann natürlich auch sein. Dass er von den anderen Jungs sagt. So. Dann, da war die Elika schnell auf ihrer Probe aus. Und hat den Speermann nicht gesehen. Und ich habe nicht gesehen, dass ich beinahe wieder tot bin. Sowas. Fall um. Dankeschön. Okay. So, hier hinten der letzte. Und den hätten wir es auch schon. So. Bumm. 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 Einmal schnell umfallen, bitte. Genau so. Okay, erledigt. So, dann vorbei hier. Ich laufe vor. Und Elika läuft nach. Wir gehen durchs Tor. Fühlen uns schwach. Na, eigentlich fühle ich mich gar nicht schwach. Ich bin ja gleich sogar 136 Jahre. Okay, da darf man sich auch schwach fühlen. Ich habe mir als alter Mann sogar einen Tee hier beiseite bestellt. Ja, mittlerweile sind die Temperaturen wieder auf, in Anführungsstrichen, normales Niveau gefallen. Das wiederum bedeutet, ja, es wird wieder warm. Kalt. Beziehungsweise in der Heizung muss wieder warm werden. Zählt ja nichts. Seit gestern läuft die tatsächlich auch bei mir. Danke. So. Auf jeden Fall, wir haben ein Level Up. Wir können ja mal in den Charakterbildschirm gucken, den einen Punkt direkt mal durchwurschteln hier auf die 133. Ich gehe ja voll auf Stärke. Ich könnte auch noch mir überlegen, auf Konto zu gehen. Allerdings, jetzt lohnt sich es auch nicht mehr. Wie gesagt, könnte durchaus klappen. Die Vollstärke-Skillung, die habe ich mir ja damals für Helga damals angewöhnt und bin irgendwie nie davon abgewichen mehr, weil es halt doch so effektiv war und auch so gut funktioniert hat. So, questtechnisch scheine ich nichts bekommen zu haben, das heißt, da gibt es nicht wirklich viel dieses Jahr. Dieses Mal, aber wir haben ja noch jede Menge anderes Gemüse, was wir gegebenenfalls machen können. Die Elika geht schon vor, ich nehme an, dass sie vielleicht Geister jagen will. Zu zweit kann ich mir das vorstellen, wenn Elika den Jäger macht. So. Ich gehe einfach hinterher. So. Auf jeden Fall, wir haben, ja, hier ist ja noch, schon ein bisschen was noch. Die Tentakulas, die Ramus, natürlich. Lebenswasser immer noch. Ganz schön viel zu tun immer noch hier. Hätte ich nicht erwartet. So, gucken wir mal, was er sich ausgedacht hat. Ob sie Ghostbustern will. In dem Fall sollte ich aber erstmal das hier machen. Hallo? Nee, geht nicht.
Ach so, ja klar, weil ich am Rechner sitze, ich Doofkopf. Naja, okay, es ist wie es ist. Übrigens, Zahn-OP, vielleicht ist es noch was, ich habe es ganz gut überstanden. Ganz komplett die Klappe aufreißen kann ich noch nicht. Aber das ist ja auch nicht nötig. Wir müssen ja sowieso erstmal, brauchen wir bei den Dingen was? Ja, die Lebenswasser. Na, dann komm. Dann machen wir Lebenswasser-Quest erstmal. Ich weiß nicht, ob der, Lebenswasser, da, genau. Die WDHs. Geister, Wasser und, Gifte. So. Geister mit D. Sammle mal bis 14. Achso, du sammelst mit 14. Du willst die Lebenswasser-Quest also als Droppi aufheben. Ja, warum nicht? Lalalala. Wobei, das sind ja die toxischen von Lebenswasser, ne? Ja, genau. Ich weiß es nicht, was das andere jetzt gerade war. Aber die WDHs halt. So, ich sammle auch mit. Eins lasse ich Elika, die ja bis 14 immer noch durchsammeln will. So. Plumps. 4 von 15. Machen wir das direkt hier. Hier stand auch irgendwo ein Geist rum. Aber ich glaube, das war gerade. Nee, das war, glaube ich, gerade der, den ich nicht will, oder? Doch, hier. Althea, die geht. Die ist ja nur Priester. Das kriegen wir hin. Dann machen wir die nebenbei mit. Sobald wir die hier durch haben. Das dürfte kein Problem sein. Sagt er und fällt gleich tot um. Ne? So, nimm du die ruhig, die beiden. So, ich hau mir mal darauf. Einmal ausweichen. Einmal Verteidigung. Einmal Vita. Wenn ich schon da bin, ne, dann können wir die auch mal verkloppen. So, hier. Vielleicht ein Sprint nach hinten her. Er ist mir viel zu schnell. So. Da. Nehmen wir den gleich mit. Okay. So, Beschleunigung der Beschleunigung. Wudelup. Vorsicht, nicht die Elika hauen. Nicht die Elika hauen. Sonst gibt's Hauer. Ne? Muss mal ein bisschen laufen. An den Jäger traue ich mich nicht so wirklich ran, muss ich sagen. Das werde ich trotz allem vermutlich einfach sein lassen. So, ich glaube, da wird mir Elika durchaus zustimmen. Klar, Quatsch, Julian hat ja gemeint, ich wollte Niel, würde ich sagen. Ne? Übrigens, Fiesta ist ausgefallen, Herr der Ringe ist ausgefallen, wegen, ich war ein bisschen heiser. Ich erzähle es dann. Ich erzähle es dann in der Herr der Ringe Folge einfach mal. Wenn es euch interessiert, guckt da mal rein. So. Ich war ein bisschen heiser und konnte halt nicht. So grob gesagt, gibt aber noch ein bisschen mehr zu erzählen. Eigentlich trifft das nämlich nur auf eine Folge so halb zu. Die andere ist dadurch ein bisschen in Mitleidenschaft gelogen und ich war halt auch ein bisschen doof. Doof war ich auch. Sollte man nie vergessen. So. Jetzt heile ich mal, sterb mal, meine ich. So, okay. Althea ist tot. Lebenswasser ist fast voll. Lalalala. Piki ist im Auto unterwegs. Bestimmt der Rennfahrer hier, ne? Wie hieß er? Nelson Piki, ne? So, hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Aber worauf ich hinweisen kann, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn wir sind ja eh in der Vorweihnachtszeit. Und Jungs, wenn wir in der Vorweihnachtszeit sind, hopp. Alle, so, sag Bescheid, wenn du. So. Geh nur kurz aufs Reittier. Also nicht wundern, ich gehe noch nicht weg. Ich will nur, Mana auftanken. So, okay. So, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass ich nebenbei natürlich trotzdem noch irgendwas gezockelt habe. Ne, ich war heiser, ein bisschen. Ich nehme an, dass es vielleicht doch von der Zahn-OP kam, dass da irgendwelche Mittelchen in den Hals gekommen sind. Sonst ging es mir nämlich ziemlich gut. Aber ich wollte nicht, dass das besser schlimmer wird. Deswegen habe ich die Folgen sausen lassen und habe stattdessen ein anderes Spiel, was ich zufälligerweise bei jemandem gesehen hatte und das hat mich direkt angesprochen hat. Das habe ich dann halt gespielt. Hab's mir auch gegroovt. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und zwar Stranded Alien Dawn. Ich weiß nicht, kennt ihr
RimWorld heißt es, genau. Kennt ihr RimWorld? Das ist im Prinzip vom Spielprinzip ähnlich, etwas einfacher, aber dafür in 3D und durchaus, ja, hat durchaus seine Dinge, das ist nicht direkt in Anführungsstrichen gekopiert, sondern hat den einen oder anderen ja, Spaß dabei, sag mal so. So, du bist Feuerchara, du bist Almalien, du bist vorbeigelaufen. Ja, aber auf jeden Fall, es macht ja Spaß. Im Prinzip geht es darum, du stürzt halt in Anführungsstrichen mit einem Raumschiff mit vier Überlebenden auf einem fremden Planeten ab. Die Welt ist generisch regeneriert, aber gibt momentan nur eine Art Welt, aber du kannst da halt wie bei Minecraft einen Seed wahlweise angeben. Der Seed Black Mask führt dich auf eine Bergspitze, also auf einen Berghang. Den habe ich durchgespielt. Musst im Prinzip so weit wie möglich entweder retten oder eben nicht, je nachdem. So, Quest abschließen. Ich habe schon wieder so ein Toxin einstecken. Juhu! So. Aber die Toxine sollen ja auch nicht unwichtig sein. Ha, die wollte ich ja schon die ganze Zeit aufmachen. Wie Weihnachten, du. So, gucken wir mal, was drin ist. Berserker der Reißzähne. Ein brutaler und mörderischer Räuber. Habe ich dich schon? Neue Karte. Natürlich habe ich dich noch nicht. Wuhu. Flupp, rein damit. So, okay. Also auf jeden Fall muss man mehr oder minder da überleben. Und hast du nicht gesehen, dabei gehen natürlich deine Klamotten kaputt. Du musst dir halt Crafting... Geschichten bauen und hast du nicht gesehen, ein kleines Lager, erst einen kleinen Unterschlupf, dann später einen größeren Unterschlupf, dann viel später, guck mal, da ist der Krieger, den holen wir uns mal raus, weil er da ist, so, dann viel später, ich wollte eigentlich nur den Krieger, denn ich kann ihn nicht anwählen, ach doch, ich habe einen Abgang angewählt, so, du bist ja auch schon 136, richtig, so, lalalalalalala. Didim, didim, didim. So. Die haben wir schon. War das dieselbe? Oh, ja, ist gar nicht der Krieger. Stimmt. Stimmt. So, okay. Dummbatz. Also ich. So, okay. Wir haben... was wollte ich denn sagen? Und nicht lügen. Wir haben Hilfe für Yuna 3. Noch. Wir können ja mal runtergehen und machen erstmal Yuna 3. Yuna 3. So, zopp. Andere Richtung, da lang. So. Dann machen wir da mal los. Gucken, dass wir den Jäger. Den Geist. Der Jäger lassen wir aber erst mal aus. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich habe mir zwei extra Rollen drauf gehauen, aber die sind mehr oder minder für die anderen Geister. Die muss ja nicht unbedingt sein, dass man sich tödlich verwundet aufgrund tödlicher Tödlichkeiten. So ist es. So, wir brauchen Tentakulas, genau. Die da hinten. Okay, die werden gerade verhauen. Wir können ja erst einmal die Tentakulas kurz anstubbeln. Voller Becher. Blum, 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 blum. Voller Becher, voller Becher, voller Becher. Blum, blum. Okay. Dann Nudus einmal weg. Okay, wir gehen weiter, denn hier ist besetzt. Da werden wir uns schon noch was finden. Können ja in der nebenbeher die anderen Geister suchen. Oder willst du ja, genau. Oder ist hier schon wieder frei? Hier frei oder nicht? Sieht jetzt wie frei aus, ne? Okay, dann bleiben wir hier. Dann hat sich erledigt. Dann ja, sehe ich jetzt keinen Grund nicht. Doch, jetzt haben wir getauscht. Oh, ja. Also ich will hier keinen den Spot klauen. So. Ich will hier keinem den Spot klauen. Deswegen werden wir auch doch weiterziehen. Komm. So, komm, wir holen es. Holen wir uns ein paar andere Geister. So, einfach so, weil, wie gesagt, ne.
Wenn wir noch irgendwo nebenbei ein paar Ramus und Tentakulas finden, dann ist es kein Problem. Graf Tentakula steht ja überall mal rum. Hier ist auch noch jemand am Werk. Hier haben wir die Toxischen, die zählen nicht. Lebenswasser ist übrigens durch, ne Leute? Das habt ihr gesehen. Konnte ich nicht mehr annehmen, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Bin ich hier richtig? Hier ist die Asse hier hoch. Alles klar. Alles klar, Leute, alles klar. So, wer war das, der hier oben rumstand? Zuerst einmal haben wir hier Juna 3, die können wir mitnehmen. Und dann haben wir hier den Geisterjäger. Ne, das ist der Krieger. Ah, alles klar. Didim, didim, didim. So. Einmal und da. Und machen wir so und so und so. Schlupp, schlapp, schlupp. Der fällt up. Und dann haben wir hier Alger. Alger. Nehmen wir den. In der Hoffnung, dass wir das überleben. Lel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 
Ja, wobei, wie gesagt, zumindest früher war es so, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, da war der Jäger tatsächlich als einziger Klasse dem Mage überlegen. Und war so ziemlich die einzige Klasse, die... das war ein bisschen viel. Komm, lass mich wieder raus. Lass mich wieder raus. Dankeschön. Uiuiui. Jetzt hat sie mich beflucht. Sowas. Immer diese Rumpflucherei. So. Nein, nicht da rein. Nicht da rein. Nicht da rein. Lieber mal hier das hier zünden. Wieder die Bombe drauf. Und das hier und das hier und das hier. Und einmal ein Stückchen raus hier aus der Kälte, weil kalt ist scheiße. Hat mich irritiert, dass ich hatte manchmal gedacht, die AOE kam von Elika, aber ist ja Blödsinn, warum soll die AOE auf uns sitzen? Das ist, ja, ne, dumme Menschen wie mich muss man halt auch manchmal komisch angucken. So, okay, wir gehen nach unten in die... in den Schniepel und werden den im Schniepel noch den Kleri machen. Müsste da der Schniepel sein mit dem Kleri. So, dann tun wir das und den Jäger, da warte ich mal drauf, dass Julian irgendwann mal wieder da ist. So sieht's aus. Guck mal, hier sieht Fujin. Hallo. Mittendrin, statt nur dabei. Komm, wenn wir schon mal da sind, können wir noch ein paar Tentakulas mitnehmen. Da fehlt ja auch noch 4 Stück an der Zahl. Und ratet mal, wie viele hier rumstehen. So. Zippe-zipp. 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 Wunderbar. Weiter geht's. So, einmal um die Ecke. Übrigens, ich weiß, dass ich Yuna jetzt so abgeben kann. Ich werde trotzdem nachher hinlaufen. Ach nee, der Schurke ist das. Hatten wir den Clary schon? Ja, den Clary hatten wir ja schon. Okay. Na dann, komm her, Schürkchen. Einmal wieder stunnen. Ja, Stun hat nicht gefunktioniert. Dann laufen wir ein bisschen weiter. Machen hier erstmal alles platt. Und machen den hier so. So. Vom Schurken will ich mich auch jetzt nicht unbedingt hauen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden der macht. Ist ja auch ein bisschen her. Man muss ja auch mal ein bisschen Prioritäten setzen und so. So, wenn er gleich zurückläuft, ist kein Problem. Put, 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 put. Ach, das ging ja. So. Aha. So, so, so. Nochmal ein Bämmchen oben auf dem Kopf. Ey, das kann er? Wusste ich gar nicht. Ach, ich spiele zu lange keine anderen Spielklassen mehr auf in Fiesta, muss ich sagen. Oh, da ist er weg. Okay. Ich... Tunghändler. So. So. Denn, wie gesagt, einerseits kann ich Steinchen in aller Ruhe kaufen, andererseits kann ich mich dort in aller Ruhe hinstellen und sagen, jo, jetzt ist aber gut. Und den Bogenschütz, da schwitze ich zu sehr. Ich habe zwar Elika dabei, aber sobald ich eine Bombe drauf habe, bin ich tot. Ich möchte nicht sterben. Obwohl jetzt, ja wobei, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt sind sie ja schon fast wieder 3%. Da kannst du immer noch eins weghauen. Ich hole mir erstmal einen Buff vom Teleporter im himmlischen Garten. Sowas gibt's? Ja, mach das. Stimmt, da hat ja der, weißt du was, ich komme mal mit. Muss ich mir mal angucken, wie das geht. Wollten wir ja schon immer mal. Ich komme mal mit. mit Doppel-T. So, na gucken wir mal. Keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Weil sagt mir jetzt gerade nichts. Ist es das, was der Julian uns erzählt hatte? Welche Taste war das? Oh, war es glaube ich, ne? Ne, war es nicht.
wir gingen die große Karte auf. Fähigkeiten. Bald hier rein. Ich hab vergessen, wie die große Karte aufgeht. Minion. Wer weiß. Ist egal. Wir kennen die große Karte ja. Komm ich hier auch? Irgendwo gab es ja auch eine Nicht-Taste. Alchemie, Nachrichtenbrille. Nö. So, da ist Elika, da drüben, dann gehen wir mal dahin. Ich folge dir, Rumän. Geisterrumen, stimmt, ist ja Halloween. Der Halloween-Patch ist noch drauf. So, mitten durch, statt, hier riecht's, nur vorbei. So, okay. Himmlischer Garten. Du warst ja gerade da, ich hab dich doch gesehen. Hier, da. Oh, kann ich noch gar nicht. Muss ich erst noch. Da. Kann ich noch gar nicht. Muss noch machen. Aber, okay, dann wissen wir das nächste Mal, was ansteht. Das ist kein Problem. Nächstes Mal. Nächstes Mal. So, nächstes Mal. Gut. Ja, machen wir nächstes Mal fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Wir haben den Buff schon? Ne? Ganz Gruppe 30. Ja, okay. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, Aliens Grand Dawn, wenn ihr das mal zocken wollt, ich werde es wahrscheinlich wieder per MMOGA Link. Diesmal ist es so eine Art Gift. Das heißt, das funktioniert, du kriegst nicht nur den Steam Key. Einfach, das ist ein bisschen komplizierter, funktioniert aber auch. Du musst quasi so einen Bot in die Freundschaft aufnehmen, der schenkt dir dann das Spiel. So in der Art ist das ein bisschen komplizierter, aber funktioniert auch. Habe ich ja eben selbst getestet gehabt. Leute, wenn es euch gefällt, Sagt ruhig Bescheid. Schreibt was in die Kommentare, was Schönes. So wie fröhliche Ostern oder sowas in der Art. Jetzt gerade um die Zeit ist das toll. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.